Guten Morgen. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Joachim Bischoff, wer mich nicht kennt. Ich war in den letzten 3 Jahren Mitglied der Bürgerschaftsfraktion, war dort zuständig für öffentliche Finanzen, über Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr bis hin zum Sport. Das ist eine große Bandbreite. Insofern ist ganz wichtig, dass wir nicht nur einfach wieder einziehen in die Bürgerschaft, sondern dass wir auch verstärkt einziehen. Denn alle Mitglieder in dem Team haben sehr viel zu tun. Und es wäre besser, wenn wir das auf mehr Köpfe verteilen könnten. An dieser Stelle sage ich auch ausdrücklich, weil ich schon gefragt worden bin, ich habe versucht, meine Sachen gut zu machen, aber ich hänge nicht an diesen Fachgebieten. Ich begreife mich insgesamt jetzt schon als Teamspieler und wenn wir mit einer größeren Fraktion einziehen sollten, glaube ich, dass ich auch das sozusagen fortsetzen kann. Das heißt, wir werden uns dann auf eine neue Form der Arbeitsteilung einigen. Wie wir ja alle wissen, sind die Wahlen ziemlich überraschend gekommen oder zu sagen eben doch vorzeitig. Ich denke, dass die Fraktion Die Linke doch ihren Anteil an dieser Entwicklung hat. Das ist richtig, haben wir gestern länger diskutiert. Das ist nicht einfach eine Arbeit auf parlamentarischer Ebene, sondern wir haben eben in den letzten 3 Jahren sehr stark mit den Bewegungen zusammengearbeitet. Mit den Bewegungen, da meine ich nicht nur die Initiativen vor Ort oder das Bündnis Recht auf Stadt, sondern ich möchte es ausdrücklich hier nochmal sagen, dazu gehört in meinem Verständnis eben auch all das, was sich im Bereich des gewerkschaftlichen Umfeldes bewegt. Dazu gehören aber auch die Mietervereine in dieser Stadt. Und dazu gehört auch, das war relativ schwierig, aber auch zu sagen, einiges zur kirchlichen Sozialarbeit, Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband. Das heißt, auch für die Zeit jetzt danach wird es darauf ankommen, diese Kooperation zwischen Parlament und außerparlamentarischen Bewegungen zu verstärken. Es ist uns gelungen, diese Regierung sozusagen auseinanderzutreiben. Was für mich viel wichtiger ist, damit ist auch ein Leitbild, eine Konzeption beerdigt worden, nämlich das Leitbild Wachsen mit Weitblick. Diese Konzeption, also das, diese Konzeption zu sagen, ist auf den Müllhaufen der Geschichte gelandet. Meines Erachtens, Dora hat das vorhin schon gesagt, wird das momentan ersetzt durch was völlig Konzeptionsloses. Denn die Sozialdemokratie tritt an mit dem Slogan, es muss ordentlich regiert werden. Hinter ordentlich regiert ist völlig offen, was das im Detail heißt. Das bedeutet aber, dass die Linke große Chancen hat, zu verdeutlichen im Wahlkampf und danach, was unsere Schwerpunkte sind. Ordentlich kann man in dieser Stadt sozusagen nur regieren, wenn man was für den Wohnungsbau tut, also bezahlbare Wohnung. Ordentlich kann man nur regieren, wenn die Unterfinanzierung der Universitäten beendet wird. Ordentlich regieren kann man in dieser Stadt auch nur dann, wenn man die Bürgerbeteiligung stärkt. Und abschließend, ich will das nochmal sagen, ich halte das für einen absoluten Zynismus, wenn die GAL jetzt sagt, sie hat zwar keine Ideen und keine Schwerpunkte mehr, aber sie wird mit einem Themenplakat über Bürgerbeteiligung, Verstärkung der Bürgerbeteiligung auftreten. All das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, von Wilhelmsburg bis St. Pauli oder Altona, das hat mit Bürgerbeteiligung überhaupt nichts zu tun. Danke. Danke.